So, ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier hoch müssen, weil gerade eben der Weg hier versperrt wäre und jetzt ist es offen. Und im Keller ist bestimmt nicht der besagte Dialog. Kommen wir hier hoch? A fine example of braided hemp. So. Ist das das hier? It's from the Shamut collection. Very sharp. Shamut. Okay. Marcus thought Potlatch Indians carved this. Looks like a movie prop to me. Ich kann das Universal Heinz System empfehlen, damit nicht gleich ein Walkthrough ist. Falls du das kennst. Nee, was ist das denn? Also, ist das eine Art, wie, also eine Art, die Spiele zu spielen, oder? Doesn't seem to open. The label says unidentified potsherds. It's a hole leading to the attic. Ach so. It won't come any further. I believe it's part of the old Pierce collection. Ah ja. It's locked. Kann ich ihn nehmen? I can't pick that up. Aber eben keine Lösung, sondern nur so viele Subtitle, Heinz, wie du haben willst. Ah, okay, ja, ich verstehe. Ja, cool. Ja, danke für den Hinweis. Wie heißt das? Universal Hint System, okay. Ah, merke ich mir mal. That didn't do anything. Okay, ich brauche einen Schlüssel dafür oder sowas. I believe it's part of the old Pierce collection. Ja, diese Pierce Collection ist ja das, was wir auch gesucht haben, wo sich dieser Dialog drin befinden soll. Aber diese Truhe scheint verschlossen zu sein. So, jetzt habe ich das versucht mit der Pfeilspitze. It's from the Shamut collection. Very sharp. Mit der Pfeilspitze aufzumachen. Mit der Mayonnaise werden wir die Kiste wohl nicht aufkriegen. Wie könnte man das denn noch aufkriegen? Also wir haben jetzt diese Kiste gefunden. Oh, Amni, vielen Dank fürs Erfolgen. Freut mich. Also wir haben jetzt hier diese verstaubte Truhe gefunden, wo ich glaube. Guten Morgen, hi. Wo ich glaube, dass dieser Dialog da drin ist. So, jetzt brauchen wir dafür einen Schlüssel. So. Wo ist jetzt dieser Schlüssel, ist die Frage. Marcus thought Potlatch Indians carved this. Looks like a movie prop to me. Wo ist dieser Schlüssel? Wir können die Kiste ja nochmal versuchen zu drücken. Noch ein Stück weiter. Gut. Looks like beadwork from the Phoenix Collection. Das hilft uns jetzt auch I nicht believe it's weiter. part of the old Pierce Collection. Ja, super. I can't pick that up. Mitnehmen kann ich die ganze Kiste auch nicht. That didn't do anything. That didn't work. Gehen wir unten noch mal gucken, dass wir irgendwie einen Schlüssel oder sowas finden.
Oder Büroklammer oder irgendwie sowas in der Form. I think I've read them all. I don't need them. They're just textbooks. It's an old lecture hall desk, complete with a wad of gum, I'll bet. Mm-hmm. It sure is gooey. I can't move it. There's nothing of importance here. There's nothing of importance here. I believe it's part of the old Ward collection. Schrauben. Ja, ist fast schon eine vollwertige Mahlzeit. Dann als Nachtisch noch die Kohle rein. Aber hier sind Schrauben drin. It's screwed in too tight. Kriegen wir die mit der Fallspitze rausgeschraubt? Ouch! The screw came out, but that hurt. Sauber. Easy. Nimm. It's screwed in too tight. Hab ich die jetzt schon oder was? Was ist das? Hä, wo hab ich denn jetzt den Kaugummi her? Nur weil ich den angeguckt hab. Ist der in meine Tasche geflogen oder was? I can't unless I find a way to protect my hands. Ja, aber ich habe den Stuhl doch nur angeschaut. Ah ja, das hat schon mal geklappt. It's unscrewed. It's unscrewed. Okay, weiter geht's. Richtiger Handwerker. It's unscrewed. It's unscrewed. So, der Pax hier. Der ist jetzt hier. There's nothing of importance here. Ist das dein Ernst? I believe it's part of the old Ward collection. Jetzt hab ich die ganzen Schrauben da rausgedreht und. Hä? Was ist das denn jetzt für ein Sinn? Ich dachte, ich krieg die Schrauben und die kann ich dann als Dietrich benutzen oder so. Falsche Collection, baby. Ja, und das mit dem Schrank war dann nur just for fun jetzt, mit den Schrauben. I believe it's part of the old Ward collection. What the fuck? Ja, aber mit der umgewickelten Fallspitze kann ich ja jetzt auch nicht oben das aufmachen. Und das oben, diese Kiste, das war hundertprozentig, oder? Da bin ich mir ziemlich sicher, war das die richtige Collection. Es gibt hier also mehrere Rätsel, okay. Aber der Typ hatte mir gesagt, in welcher Sammlung der Plato-Dialog zu finden ist, seiner Meinung nach. Und das war ja oben, da wo ich die Kiste weggeschoben habe, diese Kiste, diese Lieber Blub Collection. Und das war die gleiche Bezeichnung, hat auch der Typ auf der Insel gesagt, der Alte. Ja, ich weiß. Ja, du weißt, dass es die Kiste ist, ja genau. Jetzt brauche ich nur einen Schlüssel dafür. It says, movie tonight, the 39 steps. Die Frage ist jetzt, ich gehe nochmal da hoch. Thank you.
I believe it's part of the old Pierce Collection. Ja, Pierce Collection, genau, das war die. So, aber jetzt, also ich kann mich nicht. That didn't do anything. Ich zünde einfach alles an. Well, that doesn't seem to work. I can't reach it. I don't think that'll work. It won't go any further. I don't think that'll work. Auch nicht. Gähnendes Loch. I can't pick that up. Marcus thought Potlatch Indians carved this. Looks like hier a movie prop to me. Ich komme hier auch nicht hoch. I can't reach it. The label says unidentified potsherds. Ich muss den Schlüssel irgendwo anders herbekommen. I believe it's part of the old Pierce collection. Verstaubte alte Truhe. So, wenn ich jetzt öffnen sage, sagt er, sie ist verschlossen. Okay. Ein Schlüssel oder ein Brecheisen oder ein Schraubenzieher. I can't move it. I don't need them. They're just textbooks. I can't move it. It's hot. It's very hot. Well, that doesn't seem to work. It's hot enough already. It's too slippery to walk up. Okay. Just stand there. Go find Plato's lost dialogue. Hab ich irgendwas übersehen? Nothing up here but a few broken pots. Here's a cartouche from the Well of Souls. I guess it's mayonnaise, but it looks like used motor oil. Ja, da ist ja auch nichts drin. Nothing useful in here. Well, don't just stand there. Go find Plato's lost dialogue. Ja, super. Suche ich ja. Aber ich krieg die Kiste nicht auf. Kann mir einer im Chat weiterhelfen? Nicht aufgeben. Okay. Also unten waren wir jetzt gerade nochmal. Hier scheint nichts zu sein, ne? So, wir haben das... Entschuldige, ich mag erzählen. Wir haben die Peitsche, wir haben die Mayonnaise, Kohle, die offene Lampe, ein Kaugummi und diese umwickelte Pfeilspitze. Hm.
erstmal etwas, was dir nicht weiterhilft, aber das ist lustig, der Kaugummi hilft dir, die Schwerkraft zu überwinden im Keller. Oh Mann! Ernsthaft? Kann ich mir den Kaugummi jetzt unter den Schuh kleben, damit ich da Grip hab um die. I think I'll stick this on my shoes for traction. Oh, Jod. Ah! What do you know? The gum works. Ach, hör auf. Ja, ist aber auch schon sehr abstrakt, du. Seems to be locked. I don't see anything special about it. Seems to be locked. Die alle verschlossen? Seems to be locked. Ja, natürlich sind Aliens realistischer. They're drawers. They're drawers. Another cat idol. It looks odd. I believe it's part of the old Sprague collection. Ah, das Buch hier. It's made out of wax. Ah. I believe it's part of the old Ward collection. So. Die Schublade hier konnte ich auch aufmachen. Aber. It's a book ready to fall. I don't think that'll work. Da war nichts drin. Als echter. Die Mayo kommt tatsächlich jetzt zum Einsatz in der Nähe der Kiste. Ja, ich wollte ja die Mayo schon als Gleitmittel für diese große Kiste benutzen, damit ich die irgendwie weiter weg schieben kann oder sowas. Ich glaube, ich bin hier schon durch. Ganz easy läuft jetzt die Rutsche runter mit dem Kaugummi unterm Fuß. I don't think that'll work. Aha. Was habe ich jetzt getan? Marcus thought Potlatch Indians carved this. Looks like a movie prop to me. What the fuck? Marcus thought Potlatch Indians carved this. Looks like that won't help me here. I can't push it any further. Ach, der hat das. Ah, da war das Gleitmittel. Alles klar. Poor Marcus. He thought this was a Maasai warrior. Some kind of funeral urn. I believe it's part of the old Pierce collection. Ah ja, sehr gut. Mach auf den Humpen. Looks like someone's ashes in here. Feels like there's something loose in here. A key? Ja. Juhu. It's a stone carving of Shiva. I can't pick that up. Vielen Dank für den Hinweis, Kefal. Kepal.
Marcus still thinks this chest belonged to Columbus. I can't lift the lid. Must be made out of lead. There. It's full of air. Kefal. So, den kann ich jetzt aber trotzdem nicht mitnehmen. I think it's fine right where it is. Okay. It's a medieval gargoyle, or a good imitation. So, dann, There's a manuscript inside. The wow. Lost dialogue of Plato. Easy. Er war ganze Zeit in New York. Der Dialog.